Entferne Menschen aus deinem Umfeld, die dich niederreden oder niedermachen. Ist es leichter, diesen Menschen hoch zu dir zu ziehen, zu dir positiver Person, oder ist es für den Menschen da unten leichter, dich runterzuziehen? Mindset ist eine richtig geile Sache. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich stehe in meinem Video. Das kommt eigentlich nie vor. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so kann ich mich noch mehr bewegen, falls ihr sowas für die Zukunft feiert. Sagt mir Bescheid. Und ich merke gerade, ich gehe mit meinem T-Shirt in dem Hintergrund auf. Ich lese so oft in meinen Kommentaren, ob auf YouTube, Instagram, TikTok oder in meinen DMs, Nicole, du bist so krass selbstbewusst. Wie hast du das hinbekommen? Hast du irgendwelche Tipps für mich? Und für mich ist es übel schwer, sowas in den Kommentar oder in eine DM zu verfassen, weil es einfach ein sehr, sehr umfangreiches Thema ist und mich das auch eine ziemlich lange Zeit gekostet hat. Dass ich mittlerweile einfach super happy mit mir bin und sehr selbstbewusst. Natürlich gibt es auch mal Zeiten, da bin ich ein bisschen unsicher, aber größtenteils bin ich eine sehr selbstbewusste Person, die auch so auftritt und dadurch manchmal auch ziemlich schnell arrogant wirkt. Naja, ist halt so. Und deswegen habe ich hier meine 10 absoluten Tipps, wie ihr viel mehr Selbstbewusstsein bekommt oder wie ihr vor allem selbstbewusst seid. Nicht nur, wie es nach außen so aussieht, als wärt ihr es, sondern wie ihr es wirklich werdet. Ich finde das eine sehr wichtige Eigenschaft. Nicht nur, um zum Beispiel im Job gut aufzutreten oder zum Beispiel einen guten Partner zu finden. Nein, noch viel wichtiger ist halt viel mehr mit euch selber im Einklang. Das klingt jetzt so spirituell, ist es irgendwo auch, aber es bringt euch am Ende zu dem Menschen, den ihr seid. Das war kein Deutsch. Aber was ist Selbstbewusstsein eigentlich? Selbstbewusstsein bedeutet, sich selbst bewusst zu sein. Du bist dir selber bewusst. Okay, so witzig's. Werd dir mal diesen Satz im Kopf so genau bewusst, also denkt da mal viel drüber nach und werdet ihr der Bedeutung erstmal bewusst. Viel zu viel bewusst auf einmal. Das bedeutet nicht, dass du dich für den coolsten, den besten und allergeilsten hältst. Das schweift mehr zu Selbstverliebtheit. Es heißt, für mehr mit dir selber im Einklang zu sein und deinen eigenen Wert zu kennen. Ich habe hier noch ein Zitat im Internet gefunden, das trifft es relativ gut. Das Bewusstsein, dass man selbst, wenn man noch heute noch nicht die Fähigkeit hat, um ein Ziel zu erreichen, man aber auf dem Weg alles Notwendige lernen kann und wird und dadurch sämtliche Probleme, die sich einem im Weg stellen, überwinden wird. Das ist Selbstbewusstsein. Und hier kommen meine 10 Tipps. Als allererstes, was euch vielleicht jetzt nicht so auffällt, aber was ich was ziemlich Wichtiges finde, ist jetzt kein Punkt. Sieht man es? Habt eine aufrechte Haltung. Schulter nach hinten, Brust raus. Damn it. Ihr seid im Raum. Ich habe übrigens ein paar Notizen geschrieben. Körpersprache macht viel aus. Und ich persönlich habe gemerkt, wenn ich auch Körpersprache anwende, geht es auch in meinen Kopf über. Punkt Nummer 1. Sei dir deinen Wert bewusst. Lass dich nicht ausnutzen oder für dumm verkaufen. Sei dir selber bewusst, wie viel du wert bist und was du kannst. Zweitens, entferne Menschen aus deinem Umfeld, die dich niederreden oder niedermachen. Stattdessen umgib dich mit Menschen, die dir zusprechen, die Komplimente machen und die einfach positiv sind. Die Menschen, die dir ständig nur sagen, was du falsch machst und wie doof du bist, bringen dich kein Stück weiter in deinem Leben und dein Selbstbewusstsein wird dadurch auch nicht besser. Merk es dir so, du stehst auf einer Leiter. Unten steht ein negativer Mensch. Ist es leichter, diesen Menschen hoch zu dir zu ziehen, zu dir positiver Person, oder ist es für den Menschen da unten leichter, dich runterzuziehen? Wer es mal ausprobiert hat oder es sich ein bisschen vorstellen kann, weiß, runterziehen geht viel einfacher. Drittens, vergleich dich nicht mit anderen. Der Gedanke, dass du dich vergleichen willst, zeigt nur, dass du dir selber nicht vertraust. Und dass du dich deswegen an anderen messen musst, statt deinen eigenen Maßstab zu haben und deinen eigenen Maßstab zu kreieren. Viertens, rede dich und andere nicht schlecht. Dadurch nimmst du viel mehr Negatives wahr und denkst dich selber viel schlechter, als du eigentlich bist. Fokussiere dich stattdessen auf positive Dinge an dir selber und vor allem auch positive Dinge an anderen Menschen. Statt immer mit seiner Lupe durchs Leben zu gehen und die Fehler zu suchen. Fünftens, reflektiere deinen Tag und dich selbst regelmäßig. Dazu zählt, dass du dich selber auch mal lobst, wenn du am Tag irgendwas gut gemacht hast. Wenn du mal ausnahmsweise in der Schule nicht eingeschlafen bist. Ey, hab ich gut gemacht. Wenn ich es mal geschafft habe, den Bus pünktlich zu erreichen. Ey, hab ich gut gemacht. Wenn du es mal geschafft hast, das Mittagessen aufzuessen. Ey, hab ich gut gemacht. So Kleinigkeiten helfen dir schon weiter. Lob dich einfach für deinen eigenen Erfolg. Punkt 6. Feier dich auch für kleine Erfolge oder kleine Ziele. Erfolge motivieren dich, Tag für Tag weiterzumachen und geben dir immer mehr einen Boost ins Selbstbewusstsein. Und letztendlich sind kleine Ziele ein großes Ziel. Kleine Ziele bringen dich zu dem großen Ziel. Step by step. Das bedeutet, statt dass du sagst, ich möchte jetzt von der 5 direkt auf die 2 irgendwo zum Beispiel in der Schule rutschen und erst dann bin ich glücklich, ey, sei zufrieden, wenn du eine 4,5 hast und sagst, Alter, halbe Note besser, ey. Oder du willst sportlicher werden.
bist nie ins Gym gegangen. Jetzt bist du einmal wieder gegangen. Du weißt nicht, ob du wieder gehst, aber du bist gegangen. Dann sag dir danach, Alter, ich bin gegangen. Damn it, ey. Gut gemacht. Es klingt so doof, aber es ist ziemlich wichtig, dass du dich lobst für das, was du gut gemacht hast. Denn wir Menschen brauchen Lob und Anerkennung. Und manchmal ist nicht immer ein Mensch neben uns, der uns alles Mögliche toll redet und sagt, was wir alles gut gemacht haben. Deswegen übernimm du den Part und sag dir selber mal, was du gut gemacht hast. Siebtens, gebe dir Zeit. Außerdem solltest du dir und deinen Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen genug Aufmerksamkeit geben. Erkenn die Stimme in deinem Kopf an, wenn sie sagt, hey, ich kann nicht mehr, ich will schlafen. Erkenn die Stimme an, die in deinem Kopf sagt, ich hab jetzt Hunger. Erkenn es an, wenn dein Kopf sagt, es ist nicht so richtig. Du musst nicht immer nach dem System funktionieren. Das System der Welt. Sondern eher dem System in deinem eigenen Kopf. Achtens. Lese Mindset-Bücher. Befass dich allgemein viel mit Mindset. Mindset ist eine richtig geile Sache. Ich beschäftige mich mit Mindset oder Persönlichkeitsentwicklung so seit circa 1,5 Jahren. Und ich muss sagen, es hat extrem viel ausgemacht. Ich verlinke euch unten mal ein paar coole Bücher so zum Anfang, zum Einstieg. Falls ihr aber schon solche Bücher lest, kennt ihr die wahrscheinlich schon. Das sind so die Basics. Aber vor allem am Anfang, finde ich, macht es die krassesten Fortschritte, wenn ihr diese Bücher mit Aufmerksamkeit lest. Ihr müsst euch aber auch keine Bücher kaufen, wenn ihr dafür kein Geld ausgeben wollt. Podcasts machen es auch. Besser gesagt, es gibt viele Podcasts, die richtig, richtig gut sind. Die könnt ihr euch in der Bahn reinziehen zum Einschlafen, whatever. Ich verlinke euch da auch ein paar unten. Also ein paar Personen, denen ich immer zuhöre. Ich persönlich höre am liebsten immer Frauen zu, weil ich mich mit Männern nicht so identifizieren kann. Ich verlinke mal ein paar Frauen und ein paar Männer unten. Je nachdem, wer hier gerade zuschaut. Da seht ihr auch speziell auf eure Situation angepasste Gedankenhilfen. Allgemein alles, was sich um Mindset dreht. Da lernt man was fürs Leben. Neuntens. Und jetzt kommen wir wirklich zu To-Dos. Stell dich morgens vor dem Spiegel, atme einmal tief ein und wieder aus und lächel dich an und sag daraufhin, und zwar laut, ich bin schön und glücklich. Vielleicht klingt es oberflächlich. Um selbstbewusst zu sein, muss man doch nicht schön sein. Du musst nicht schön sein. Wer sagt, was schön und was nicht schön ist? Nein, du sollst dich nur schön fühlen. Und auch wenn extrem viel Schlechtes gerade passiert bei dir und du denkst dir, ich kann mir nicht sagen, dass ich glücklich bin, denn ich bin es nicht. Hör auf damit. Stell dich hin und sag es. Und du wirst merken, wenn du das tagtäglich machst, wirst du glücklicher und du wirst dich viel, viel schöner fühlen. Und bitte denk dabei ran, wenn du dich anlächelst, mach nicht, sondern mach ein ernst gemeintes Lächeln, sowas wie dieses hier. Das bewirkt ziemlich viel. Und Tipp Nummer 10. Such dir Hobbys. Wir alle kennen es. In der Schule werden wir gefragt, was wir für Hobbys haben. Wir denken uns, keine? Neben Schule und all dem, es ist extrem schwierig, ein Hobby zu haben oder ein Hobby zu pflegen. Aber es ist extrem wichtig, als Ausgleich zu dem ganzen Stress und um mehr im Einklang mit euch selbst zu sein. Zum Beispiel ein sportliches Hobby gibt euch so viel Selbstbewusstsein. Ciao, Kakao. Durch viele sportliche Hobbys fühlt man sich zum einen viel schöner. Aber, und vor allem das ist das Wichtige an dem Hobby, das ihr dann habt, ihr müsst euch steigern können. Und wo auch teilweise an deine Grenzen gehst. Das kann auch Klavierunterricht sein. Indem du dich steigerst, indem du von Mal zu Mal ein schwierigeres Lied lernst. Und irgendwann stehst du an dem Punkt, und denkst dir, ich schaffe es nicht. Wir Menschen müssen an Grenzen kommen, um zu merken, was wir eigentlich wirklich können und was für eine Leistung wir wirklich bannen können. Und beim Sport wie zum Beispiel Fitness ist es bei mir, ob ihr das jetzt als Hobby zählt, ich ja, ist es so, ihr steigert euch zum Beispiel mit dem Gewicht und ihr kommt teilweise an eure Grenzen, weil ihr merkt, ey, da geht nichts mehr. Und beim Fitness noch dazu fühlt ihr euch immer schöner, weil ihr immer mehr eurem Ziel entgegenkommt. Und ihr feiert noch mehr Erfolge. Hat euch das Video weitergebracht? Wenn ihr jetzt sagt, nein, ich bin jetzt nicht viel selbstbewusster, dann kann ich dir gleich einmal eins sagen. Du wirst nicht selbstbewusst von einfach nur zuschauen. Du musst etwas tun, um in deinem Leben etwas zu erreichen. Und wenn du nichts tust, sorry guys, aber dann seid ihr selber schuld. Das Leben besteht einfach aus Tun. Von nichts kommt nichts, merkt euch das. Ich hoffe, ihr habt jetzt genug Motivation und schwingt euren Arsch hoch und überlegt euch, was ihr jetzt machen werdet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und bis dahin. Tschüss und einen wunderschönen Tag euch allen. I gotta figure it out right now, 'cause I know what you need.